Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. Im heutigen Video würde ich euch gerne 16 Methoden vorstellen, mit denen ihr online ohne Vorwissen und ohne Startkapital Geld verdienen könnt. Es soll also diesbezüglich um Strategien gehen, mit denen ihr zumindest eure grundlegenden Kosten decken könnt oder vielleicht sogar von denen ihr leben könnt. Ich verspreche euch nicht, dass ihr damit Millionär werdet. Es sind aber Businessmodelle, die wirklich, wirklich gut funktionieren können, wenn ihr euch ein wenig anstrengt. Bevor ich jedoch mit dem heutigen Tutorial starte, habe ich auch nochmal eine persönliche Empfehlung an euch, nämlich den Kanal von Chris. Chris macht Videos rund ums Thema Geld verdienen, Affiliate Marketing als auch Twitch. Und ich muss euch ehrlich zugeben, ich finde seinen Kanal klasse. Ich habe ihn schon seit langer, langer Zeit abonniert und er publiziert so vielen tollen Content und ich würde mich total freuen, wenn ihr ihn abonnieren würdet. Ich persönlich bin ja auch gerade davor, mit dem Twitch Livestreaming zu beginnen und seine Videos waren da eine riesige Hilfe, aber auch seine Videos rund ums Thema Geld verdienen finde ich total toll und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr ihn unterstützen könntet. Ein Link zu seinem Kanal befindet sich in der Videobeschreibung drin, deswegen lasst ihm auf jeden Fall mal ein Abo da. Kommen wir dann zurück zum eigentlichen Thema vom heutigen Video, nämlich 16 unterschiedliche Plattformen bzw. Methoden, mit denen ihr online Geld verdienen könnt, ohne Vorwissen und praktisch ohne Startkapital. Und die erste Plattform ist diese hier, nennt sich GoTranscript. Was genau könnt ihr auf GoTranscript tun? Ihr werdet hier für Transkription bezahlt. Nämlich das Ganze funktioniert wie folgt. Zuallererst mal müsst ihr einen Account euch anlegen, einfach dazu hier oben auf Work draufklicken und dann kann ich jetzt in meinem Falle, weil ich schon einen Account habe, hier oben auf Transcription Jobs draufklicken und dann auf Available draufklicken. Sobald ich das getan habe, habe ich dann hier alle möglichen Jobs. Zum Beispiel dieser Job würde mir 1,37 Dollar bringen, 1,37 Dollar, 1,37 Dollar und so weiter und so fort. Und ganz unten haben wir auch nochmal einen größeren Job, zum Beispiel der hier, der würde mir 10 Dollar bringen und ich kann einfach hier auf Make My Job draufklicken. Schon kann ich diesen Job annehmen und kann damit Geld verdienen. Wie genau funktioniert das Ganze? Es ist eigentlich ziemlich einfach. Ihr habt hier so eine MP3-Datei, die müsst ihr einfach runterladen. Anschließend dann müsst ihr das abschreiben, was in dieser MP3-Datei gesagt wird. Zum Beispiel in meinem Falle ist das einfach nur eine deutsche Person, die hier spricht und es ist wahrscheinlich irgendwie ein Unternehmen oder was auch immer, die halt gerne, sag ich jetzt mal, ein Transkript von dem haben möchten, was halt praktisch auf dieser MP3 hier drauf ist. Heißt, einfach runterladen, abschreiben und dann könnt ihr halt auch schon euch diese 10 Euro hier einsacken. Und das Schöne ist auch, wenn ihr hier unten auf Make My Job draufklickt, dann ist das wirklich euer Job und der ist dann auch für euch gesichert. Das heißt, keine andere Person kann sich diesen Job noch nehmen. Ihr arbeitet dran, könnt ihr die Ergebnisse abliefern und kriegt dann auch wirklich euer Geld via PayPal ausbezahlt. Auf jeden Fall eine tolle Plattform für jede Person, die ein bisschen Zeit hat und die sich nebenbei was hinzuverdienen möchte. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Respondent. Respondent ist eine Plattform, wo ihr an unterschiedlichsten Studien dran teilnehmen könnt und es ist nicht so eine typische Umfrage- oder Studienplattform, sondern ihr werdet hier vor allen Dingen auch, sag jetzt mal, zu unterschiedlichsten Themen befragt, die ein bisschen mehr, sag jetzt mal, ein bisschen spezifischer sind. Sind vor allen Dingen auch sehr viele große Unternehmen, die halt hier Umfragen durchführen lassen. Das Ganze funktioniert wie folgt. Ihr meldet euch zuallererst hier auf der Plattform an. Anschließend dann werdet ihr mit diesen Studien gematcht, könnt dann diese Studien durchführen und werdet dafür bezahlt. Übrigens, das sind jetzt natürlich keine irgendwelche Studien, wo ihr irgendwelche physischen Produkte bekommt oder was auch immer. Das ist alles wirklich nur digital. Ihr gebt da einfach ein paar Daten an. Das heißt, ihr gebt zum Beispiel eure Meinung zu etwas preis oder sagt zum Beispiel, das gefällt mir nicht und werdet anschließend dann dafür bezahlt. Und ihr müsst natürlich auch manchmal erklären, warum gefällt euch das nicht? Was habt ihr zum Beispiel hier nicht verstanden? Und so weiter und so fort. Das ist praktisch die Plattform Respondent und an sich, wie gesagt, eine Plattform, wo viel, viel Leute Geld verdient haben, die viele gute Bewertungen hat, könnt ihr auch gerne einfach mal online eingeben und euch das Ganze anschauen. Aber es ist eine von den Plattformen, wo ich wirklich sage, im Umfragenbereich eine der profitabelsten und auch definitiv vertrauenswürdigsten Plattformen. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Scribendi. Scribendi ist eine Plattform, auf der ihr Proofreading durchführt. Was genau ist Proofreading? Also Proofreading übersetzt bedeutet einfach nur praktisch Fehler lesen. Das heißt, ihr lest einen Text Fehler. Gut, das war jetzt keine wirklich tolle Erklärung, aber genau das ist es. Also ihr müsst praktisch einen Textfehler lesen und anschließend dann werdet ihr dafür bezahlt. Heißt, ihr kriegt hier in meisten Fällen englische Texte. Das heißt, ja, ihr müsstet hierfür tatsächlich Englisch können. Das können zum Beispiel in den Bereichen sein, sag ich mal Academic oder zum Beispiel, wenn der Service wird auch für Autoren angeboten, die zum Beispiel Fiction-Bücher schreiben oder auch Non-Fiction und natürlich auch im Business- und Corporate-Bereich ist die Plattform hier sehr aktiv und anschließend dann könnt ihr halt jederzeit eure Dienstleistung anbieten. Ihr kriegt dann halt einen Text, müsst ihn überarbeiten und werdet dafür dann bezahlt. Einfach nur hier nach unten scrollen. Anschließend dann könnt ihr direkt hier unten hingehen, könnt euren Account erstellen, einfach hier praktisch hingehen, auf Proofreading Services klicken und dann kann es auch schon losgehen. Die nächste Plattform ist diese hier namens FlexJobs. FlexJobs ist eine Plattform, auf der ihr jederzeit nach Freelancing-Jobs online schauen könnt. Ihr müsst einfach nur Folgendes tun, nämlich ihr könnt zum Beispiel hier oben einen bestimmten Begriff eingeben, sagen wir mal zum Beispiel Ghostwriter. Anschließend dann klickt ihr hier auf Suchen drauf und dann werden halt hier unterschiedliche Jobs angeboten und was man
man hier am besten macht, ist, man gibt auch Remote ein. Das heißt, man sagt zum Beispiel, gut, ich möchte halt hier einen 100% Remote-Job haben und da haben wir auch schon 1, 2, 3, 4 unterschiedliche Positionen im Bereich zum Beispiel Ghostwriting und diese ganzen Jobs sind alle 100% Remote. Das heißt, ihr könnt sie von zu Hause aus durchführen, egal wo ihr auf der Welt seid. Da müsst ihr halt bloß gucken, ob die tatsächlich auch erlauben, dass ihr aus der ganzen Welt seid. Zum Beispiel hier, Work from Anywhere, das wäre perfekt, aber so andere, wo zum Beispiel die sagen, gut, du musst halt ein US-National sein, das ist vielleicht nicht so gut. Aber wenn ihr zum Beispiel ganz andere Nischen nachschaut, zum Beispiel Ghostwriter, gibt es nicht so viele Jobs, aber sagen wir mal Designer oder irgendwas im Bereich IT oder vielleicht etwas, was mit eurem bisherigen Job, sag ich jetzt mal, korreliert, dann könnt ihr halt hier das Ganze so angeben und werdet anschließend dann mit unterschiedlichen Remote-Jobs konfrontiert, wo ihr dann sagen könnt, gut, das möchte ich zum Beispiel machen oder möchte ich es nicht machen und die Bezahlungen sind hier auch immer ziemlich gut, zum Beispiel Salary and Benefits, $60 pro Stunde für einen Ghostwriter. Das ist übrigens auch in der Industrie für Ghostwriter eigentlich relativ viel. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Content.de. Content.de ist eine Plattform, auf der ihr jederzeit Artikel schreiben könnt, beziehungsweise wo ihr halt auf einen Marktplatz zugelassen werdet. Dort befinden sich Aufträge, die könnt ihr euch nehmen und könnt damit Geld verdienen. Ihr müsst einfach nur praktisch hier bei Autoren drauf gehen, könnt dann euch jederzeit anmelden. Ihr müsst erstmal einen kleinen Text anreichen, der sollte 300 bis 400 Wörter lang sein. Aber da gibt es noch so ein paar Dinge, die ihr tun müsst diesbezüglich. Also gibt es ein paar Voraussetzungen, die ihr halt erfüllen müsst und auch Standards, die haben. Und dann werdet ihr halt angenommen. Die höchste Bewertung, die es gibt, wenn ihr angenommen werdet, liegt bei 4 Sterne plus. Ihr könnt also nicht höher eingestuft werden. Erst wenn ihr dann auf der Plattform seid und ihr habt euch bewiesen, kriegt ihr halt auch 4 Sterne plus plus oder halt 5 Sterne. Und die Auszahlungen sind dann ziemlich, ziemlich gut. Es ist übrigens auch eine deutsche Plattform, auch eine sehr vertrauenswürdige Plattform. Alle Plattformen, die ich euch heute zeige, sind wirklich, wirklich vertrauenswürdig. Und zum Beispiel, wenn ihr 5 Sterne erhaltet, dann kriegt ihr 4,7 Cent pro Wort, was richtig gut ist. Zum Beispiel mit meiner eigenen Ghostwriting-Agentur will ich in meisten Fällen, sagen wir mal, gerade mal 3,9 Cent oder 4 Cent oder was auch immer. Und hier kriegt ihr sogar 4,7 Cent und könnt dementsprechend dann auch in solchen Aufträgen, könnt solche Aufträge euch holen, könnt diese abarbeiten und werdet dann dafür bezahlt. Ihr könnt auch übrigens hier mal runtergehen und könnt das Ganze so ein bisschen ausrechnen. Zum Beispiel, sagen wir mal, ihr arbeitet hier nur 4 Stunden am Tag. Das wird sicherlich für einige von euch ziemlich viel sein. Aber sagen wir mal, ihr arbeitet 4 Stunden hier pro Tag. Ihr schafft vielleicht 800 Wörter pro Stunde. Das halte ich persönlich für sehr realistisch. Und ihr habt eine Einstufung von 4 plus plus Sterne. Dann würdet ihr hier 112 Euro pro Tag verdienen und hättet insgesamt im Monat bei gerade mal 22 Arbeitstagen 2.482,48 Euro. Und zum Beispiel in meinem Fall, gut, ich arbeite eigentlich jeden Tag des Monats, ob Montag, ob Sonntag, ob Mittwoch, ob Dienstag, ist mir völlig egal. Dementsprechend könnte ich auch hier 30 Tage bzw. 31 Tage im Monat arbeiten und auf jeden Fall meine Einnahmen nochmal ziemlich, ziemlich stark erhöhen. Und natürlich, wenn ihr sagt, gut, ich möchte sehr viel mehr Stunden arbeiten und ich schaffe vielleicht auch sehr viel mehr Wörter zu schreiben, sagen wir mal, ihr möchtet wirklich das Ganze total übertreiben, Fulltime arbeiten, dann könnt ihr halt hier wirklich solche Summen verdienen und das ist, denke ich mal, ein wirklich schöner Verdienst, den man sich hiermit aufbauen kann. Ich kann euch sagen, dass das auch realistisch ist, wenn man, wie gesagt, gewillt ist, so viel zu arbeiten. Und das muss nicht unbedingt jeder von euch tun, dass ihr sagt, gut, ich möchte irgendwie 12 Stunden am Tag arbeiten, aber es ist zumindest eine Option, wie man online richtig, richtig gutes Geld verdienen kann. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Society6 und hier möchte ich euch eine Strategie verraten, die wirklich gut funktionieren kann. Nämlich, was ihr machen könnt, ist, ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel schöne Fotos geschossen habt im Urlaub oder wo auch immer, könnt ihr diese Fotos nehmen und könnt die einfach auf Deko-Objekte drauf tun und die hier über die Plattform verkaufen. Es gibt nämlich auf dieser Plattform die Möglichkeit, Merch-Produkte zu designen. Das heißt, ihr ladet ein Foto hoch, sagt zum Beispiel, gut, dieses Foto, das möchte ich zum Beispiel auf irgendwie, sagen wir mal, so ein Canvas drauf tun, beziehungsweise auf zum Beispiel, oh mein Gott, Danny DeVito mit einem Schinken, sehr interessant. Aber wie auch immer, ihr könnt dann zum Beispiel dieses Foto auf solch einen Canvas-Hintergrund drauf tun, beziehungsweise halt auf solche Poster. Und wenn jemand über die Plattform hier dieses Poster findet und sagt, okay, das ist ein super Poster, das würde ich gerne kaufen und die Person kauft es dann auch, dann kriegt ihr dafür eine Provision und das so funktioniert praktisch das ganze Businessmodell. Es gibt viele Leute, die halt hier ihre Fotos hochladen und die anschließend dann ihre Fotos genau hierdurch praktisch auch monetarisieren. Heißt, ihr schießt tolle Fotos, ladet sie hoch, wenn jemand kauft, kriegt ihr eine Provision und davon werdet ihr sicherlich nicht auf Society6 hier leben können, aber es ist sicherlich eine schöne passive Einnahmequelle, die man sich aufbauen kann. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Prost.com. Prost ist eine Plattform, auf der ihr jederzeit Übersetzungsaufträge annehmen könnt. Dazu einfach nur hier oben auf Jobs finden draufklicken, anschließend dann auf Übersetzer und Dolmetscher draufklicken und dann könnt ihr halt hier schon die unterschiedlichen Jobs euch anschauen. Ihr könnt aber auch einfach einen Schritt zurückgehen, könnt hier oben auf Jobs finden draufklicken und habt dann hier eine Übersicht über die jeweiligen Jobs, die es derzeit auf der Plattform gibt. Zum Beispiel hier Dutch to English, Medical Text, French oder English to French,
dann Translation from English into Kurdish, dann French to Arabic und so weiter und so fort. Und wir sehen auch hier, wann diese Aufträge reingekommen sind, zum Beispiel vor 3 Minuten oder vor 21 Minuten oder vor 36 Minuten und so weiter und so fort. Das heißt, es kommen hier auch wirklich durchgehend neue Aufträge rein und das halt den ganzen Tag über. Und es gibt auch einige Jobs, wo ihr halt deutsches Proofreading durchführen müsst, zum Beispiel hier German Proofreader für Digital Coach Project. Das wäre genau das, wo ich zum Beispiel auch sagen könnte, das wäre perfekt für mich. Oder wenn ich Deutsch und Französisch könnte, haben wir hier 9200 Wörter und dieser Job hier, der wäre richtig profitabel. Ihr könnt auch hier jederzeit auf der linken Seite schauen, in welche Sprache ihr es gerne haben möchtet, zum Beispiel Source Language Deutsch und dann Target Language Englisch. Das heißt, von Deutsch nach Englisch übersetzen, gibt es alle möglichen Aufträge, die ihr euch jederzeit nehmen könnt und damit könnt ihr, wie gesagt, Geld verdienen. Insgesamt gibt es derzeit 26 aktive Aufträge in diesem Bereich. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Skillshare. Skillshare ist eine Plattform, auf der ihr jederzeit Online-Kurse unterrichten könnt und es gibt Kurse schon zu allen möglichen Themen, aber das hier sind so die Top-Nischen hier oben, nämlich Animation, Design, Illustration, Lifestyle, Foto und Film, Business and Writing. Und zum Beispiel in meinem Falle, ich würde hier ein paar Business-Kurse erstellen und man sieht es hier auch schon sehr schön, es gibt Business-Kurse zu unterschiedlichsten Themen und wenn ihr sagt, okay, ich kann vielleicht auch etwas ziemlich gut und ich würde das gerne beibringen, da macht ihr einfach einen Screen Capture, ladet hier so ein paar kleine Videos hoch und macht daraus einen Kurs. Ein Kurs auf Skillshare muss gerade mal 10 Minuten lang sein, also wirklich nicht lange, macht ihr ein paar kleine Tutorials, ladet die hoch und schon habt ihr halt einen fertigen Kurs, den ihr über die Plattform promoten könnt und darüber könnt ihr dann noch Einnahmen erzielen, zum Beispiel im Bereich Entrepreneurship, denke ich mal, würde ich mich aufhalten und hier sehen wir schon, gibt es viele Leute, die ihre Kurse anbieten und ich bin mir sicher, dass ihr auch dazwischen mal eure Kurse anbieten könntet. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Bunny Studio. Bunny Studio ist eine Plattform, auf der ihr jederzeit eure Dienstleistungen als Sprecher anbieten könnt. Hier haben wir zum Beispiel eine Person 4,9 Sterne, 4,9, 4,9, 4,9 und wir sehen immer, wie viele Leute, schon diese Stimme geliked haben, nämlich wie vielen Leuten diese Stimme gefällt, zum Beispiel 6 oder 117 oder 406 und so weiter und so fort. Heißt, wenn ihr zum Beispiel ein guter Sprecher seid und ihr möchtet eure Dienstleistungen anbieten, könnt ihr es jederzeit tun. Sagen wir mal im Bereich Commercials und Advertising seid ihr aktiv, dann könnte man hier draufklicken, könnte sich einen Account erstellen und hier sieht man dann die unterschiedlichen Leute, die genau diese Dienstleistung bisher anbieten. Und wir sehen zum Beispiel, diese Person würde hier das Ganze für 104 Dollar anbieten und ich könnte jetzt hier mal auf Book Now draufklicken und könnte genauer definieren, was ich denn eigentlich brauche. Das heißt, ich könnte hier definieren, ich möchte das, 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 das und das haben und dann würde ich halt hier meinen Preis sehen, könnte sehen, wie viel ich also für das gesamte Projekt ausgeben würde, könnte das Ganze dann bezahlen und schon würde die Person daran arbeiten. In unserem Fall natürlich, wir melden uns als ein Freelancer hier auf der Plattform an und können dann direkt auch schon Jobs annehmen, wenn natürlich uns jemand findet und wenn jemand bei uns bucht. Die nächste Plattform ist diese hier namens VIPKit. VIPKit ist eine Plattform, wenn ihr Englisch könnt, die wirklich, wirklich interessant für euch sein könnte. Nämlich, wenn ihr zum Beispiel gut Englisch könnt und ihr möchtet das Ganze beibringen, dann könnt ihr es jederzeit hier über die Plattform tun. Es gibt 1:1 Lessons, 1:1 Live-Classes und diese unterrichtet ihr anschließend dann könnt ihr halt hier über die Plattform Geld verdienen, bis zu 22 Dollar derzeit die Stunde und sogar die Stunde sind, glaube ich, bei denen nur 55 Minuten. Gut, macht jetzt vielleicht nicht den Kohl, macht den Kohl vielleicht nicht fett, aber ihr könnt auch ein bisschen mehr als 22 Dollar pro Stunde verdienen. Also sagen wir mal, 25 Dollar halte ich für noch realistisch, aber man muss auch sagen, es gibt auch viele, die halt irgendwie zwischen diesen 14 bis 22 Dollar verdienen. Also geht vielleicht von irgendwie sowas in Euro gerechnet, sagen wir mal 12 Euro bis 20 Euro pro Stunde aus. Ist vielleicht nicht, brillant gut, aber sicherlich in Ordnung. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Shutterstock. Wenn ihr tolle Fotos geschossen habt, wie zum Beispiel diese Person hier oder diese Person oder diese Person, dann könnt ihr jederzeit eure Fotos hier hochladen und wenn eine Person über die Plattform euer Foto findet und dieses kauft, dann werdet ihr natürlich dafür bezahlt. Zum Beispiel in meinem Falle könnte ich mal hier Business eingeben, dann sehen wir, gibt es ganz, ganz viele Business-Fotos und wenn jetzt zum Beispiel jemand da draufklickt und sagt, ich kaufe mir das, dann kriegt ihr halt, wenn ihr dieses Foto hochgeladen habt, eine Provision. Heißt, wenn ihr zum Beispiel eine gute Kamera habt oder ihr habt zum Beispiel auch ein gutes Smartphone oder was auch immer, dann könnt ihr halt jederzeit damit Fotos schießen, die sie hochladen und anschließend dann damit Einnahmen erzielen. Die nächste Plattform ist diese hier namens PaperPost. PaperPost ist eine Plattform, auf der ihr jederzeit bezahlt werdet für eure Reichweite. Nämlich, ihr könnt Folgendes tun, ihr könntet hier jederzeit euch als Influencer anmelden, könnt anschließend dann genau eure Daten eingeben, wer ihr seid, was ihr macht und werdet dann dafür bezahlt, dass ihr zum Beispiel auf eurer Plattform bloggt oder zum Beispiel, dass ihr halt Content erstellt und es ist praktisch einfach nur eine Influencer-Plattform, wo jeder, der Reichweite hat, Einnahme zielen kann. Zum Beispiel in meinem Falle, ich habe gut schon ein paar Abonnenten hier auf YouTube, 16.200 derzeit. Ich könnte mich sicherlich hier anmelden und könnte anschließend dann für zum Beispiel, sagen wir mal, einen Shoutout oder für irgendwie eine Werbeplatzierung oder was auch immer,
könnte ich Geld bekommen? Und dann die nächste Möglichkeit ist natürlich, einen YouTube-Kanal zu starten. Ich denke, viele von euch werden sicherlich sagen, aber damit kann man doch nicht so schnell Geld verdienen. Das dauert doch ewig, bis der erstmal monetarisiert ist. Und auch selbst dann, das Google AdSense, da kann man doch gar nicht so, so viel Geld mit verdienen. Und ich gebe euch bis zu einem gewissen Grad recht. Bloß man darf eben nicht vergessen, wenn man schon vorher Videos postet und man monetarisiert diese dadurch, dass man zum Beispiel Affiliate-Links integriert oder eigene Produkte promotet oder was auch immer, dann kann man ziemlich, ziemlich schnell mit YouTube gutes Geld verdienen. Zum Beispiel, ich weiß noch ganz genau, als ich anfing mit YouTube, hatte ich ein paar Affiliate-Links integriert, hatte ein paar Produkte promotet und ich glaube schon im ersten Monat waren es ein paar hundert Euro, die ich verdient hatte und dann über die nächsten Monate wurden das wirklich Tausende und heute sind es manchmal sogar 10.000 Euro pro Monat, die ich nur mit diesem YouTube-Kanal hier verdiene. Und das kriegt ihr auch hin. Das ist nicht etwas, was unmöglich ist. Ihr müsst halt bloß einfach starten, müsst guten Content liefern zu einer spezifischen Nische und dann halt wirklich dabei bleiben. Das heißt, nicht aufgeben, weitermachen, Content produzieren ohne Ende. Und natürlich immer probieren, mit den Leuten, die bei euch kommentieren, zu interagieren. Mir fällt es jetzt langsam echt schwer, weil halt viele, viele Leute kommentieren und irgendwann ist es halt einfach extrem viel zu tun. Bloß, gerade am Anfang ist es wichtig, sich eine Community aufzubauen. Irgendwann dann, wenn man es einfach nicht mehr managen kann, gut, dann müsst ihr halt auch einfach die Community ein Eigenleben entwickeln lassen. Aber genau, YouTube ist eine von den unterbewertetsten Einnahmequellen meines Erachtens, weil ihr über YouTube noch viele, viele weitere Einnahmen zielen könnt. Sei es zum Beispiel halt über Affiliate-Links, sei es zum Beispiel durch AdSense, sei es zum Beispiel durch Influencer-Marketing und so weiter und so fort. Die Monetarisierung kann ein bisschen dauern. Ich habe zum Beispiel ein Jahr gebraucht, bis ich tatsächlich monetarisiert wurde. Aber wenn ihr es dann erstmal habt, dann ist es eine super Einnahmequelle, die sich auch wirklich sehen lassen kann. Zum Beispiel in meinem Fall, ich verdiene irgendwas zwischen 1,8 bis 2.400 nur mit Google AdSense, obwohl ich so wenig Klicks habe. Das liegt daran, weil ich halt eine sehr hohe CPM habe. Bedeutet also, ich kriege sehr viel Geld für 1.000 Klicks, während zum Beispiel irgendwelche Entertainment-YouTuber nur, sagen wir mal, 1 bis 2 Euro oder manchmal auch 3 oder 4 oder 5 Euro pro 1.000 Klicks bekommen, kriege ich halt sowas wie 38. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Summe. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Gengo. Wenn ihr im Bereich Übersetzung, sag jetzt mal, euch auskennt und ihr könnt vielleicht zwei Sprachen fließend, dann bietet auf jeden Fall eure Dienstleistungen auch nochmal hier über die Plattform an. Wie genau funktioniert das Ganze? Ihr müsst zuallererst mal hier euch einen Account erstellen, müsst dann einen Test durchführen und wenn ihr durch diesen Test durchkommt, dann könnt ihr halt hier eure Übersetzungsdienstleistung anbieten und das Ganze funktioniert über ein Marktplatzprinzip. Das heißt, es gibt einen Marktplatz, darauf befinden sich Aufträge, die könnt ihr annehmen und werdet dafür dann bezahlt, praktisch so ähnlich wie auf der Plattform GoTranscript. Und dann die nächste Plattform ist diese hier namens Preply. Wenn ihr eine Sprache gut könnt, sei es Englisch, sei es Französisch, sei es Arabisch, Japanisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, Russisch, Chinesisch oder eine komplett andere Sprache, dann könnt ihr jederzeit hier euch als ein Tutor anmelden, könnt anschließend dann diese 1:1 Tutoring-Sessions durchführen und werdet dafür dann auch bezahlt. Ihr müsst natürlich auch immer sagen, welches Level ihr zum Beispiel habt, beziehungsweise was ihr beibringen könnt, ob A1, B, A1, A2, B1, B2, C1 oder C2. Und wie gesagt, dann könnt ihr diese 1:1 Stunden durchführen und werdet dafür bezahlt. Und dann die letzte Plattform, über die ich gerne mit euch sprechen möchte, ist einfach noch diese hier, nämlich User Testing. Und User Testing ist eine Plattform, die ich euch wirklich empfehlen kann, weil ihr damit recht gutes Geld verdienen könnt. Ihr könnt für einen 4 Dollar, ihr kriegt 4 Dollar für einen 5-Minuten-Test, 10 Dollar für einen 20-Minuten-Test und 30 Dollar bis 120 Dollar für Live-Interviews. Und das sind einfach nur, sag jetzt mal, oder das ist eine Plattform, auf der ihr, sag jetzt mal, Tests durchführt, Umfragen durchführt und für diese Tests bzw. Umfragen werdet ihr bezahlt. Und große Brands arbeiten bereits mit der Plattform zusammen, sei es HP, sei es Samsung, sei es Wayfair, CBS, Adobe und so weiter und so fort, also viele, viele weitere. Und hier nochmal so ein paar Testimonials von ein paar Leuten, die über die Plattform richtig gutes Geld verdient haben und dann könnt ihr jederzeit euer Geld ausbezahlen lassen via PayPal oder anderen Zahlungsoptionen. Gut, das war's dann heute hier wieder für dieses Video. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr euch mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Danke nochmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.